Accra, die Hauptstadt von Ghana in Afrika. Hier kann man wirklich alles kaufen. Sogar Särge. Die sind das Geschäft von Eric Achiti Anang. Beerdigungen sind hier sehr wichtig. Die Anzahl der Gäste bestimmt, wie wichtig du in der Gemeinschaft warst. Einen gewöhnlichen Sarg stecken sie in einen Ambulanzwagen und er fährt still zum Friedhof. Die Designersärge tragen die Menschen jedoch auf ihren Schultern und springen drumherum. Es ist unglaublich. Die Form der Särge erinnert oft an den Beruf des Verstorbenen. Ein Fisch ist zum Beispiel für einen Fischer. Andere Särge haben symbolische Bedeutung, wie eine Spinne, die für besonders weise Menschen steht. Das ist ein Stift für einen Lehrer oder Anwalt. Und der Filmprojektor wäre für Leute wie euren Kameramann. Knapp 400 Euro zahlen Ghanaer für die Särge, fast ein Jahresgehalt. Aber auch international kommen Kunden auf den Geschmack und bestellen ihre Särge bei Eric. Sein aktuelles Projekt ist für einen Aquariumliebhaber aus Florida. Ich baue gerade ein Seepferdchen für einen Kunden, der noch nicht gestorben ist. Ein Seepferdchen baut Eric zum ersten Mal, wie die meisten Formen. Eine besondere Herausforderung. Denn Pläne mit Maßeinheiten gibt es keine. Ich benutze sehr kleine Holzstücke, damit ich die Form bekomme, die ich brauche. Ich lege mir alles im Kopf zurecht. Ich habe keine genauen Maße. Erics einziger Anhaltspunkt sind Bilder aus dem Internet. Sein erster Sarg dauerte 3 Wochen. Jetzt schafft er es in einer. Wir sehen uns die Fotos im Internet an und von dort aus starten wir. Das heißt, wir spielen mit den Maßen und finden heraus, was passt. Eric hat die Kunst des Sargbauens von seinem Vater gelernt. Inzwischen ist er der Meister und bringt seinen Lehrlingen die Arbeit mit Holz und Werkzeug bei. Manche von ihnen haben keine Ausbildung und wissen nicht mal, wie man ein Maßband verwendet. Du musst also wirklich aufpassen, bis sie das können. Denn das ist essentiell, bevor sie mit einem Sarg anfangen. Doch in Erics Geschäft zählt nicht nur das Handwerk. Auch der Zusammenhalt und das Vertrauen unter den Mitarbeitern ist groß und ihm wichtig. Mein Geschäft ist ein sehr offenes Haus. Jeder kann kommen und Leute treffen und sich unterhalten. Wir leben hier wie eine Familie. Wir sind wie Verwandte füreinander. They are directly from the family.